Septima! Willkommen zurück, liebe Leute, zu Rise Son of Rome. Diesmal sind wir hier mittendrin und nicht draußen irgendwo. Und können jetzt den Vater von Marius unterstützen. Falscher Knopf, falscher Knopf. Bam! Echt? Tust du das? Hm? Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Ne. Tot? Nein! 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 Ich werde jeden einzelnen von euch töten! Was ist los? Töte ihn! Bist du verletzt? Sprich mit mir! Der Arm hat einer! Bratz! Junge! Und er hat noch nicht genug, er kriegt noch einen Schlag mit dem Schild gegen den Hals. Weg von seinem Vater. Er soll bluten. Ich glaube eher, ihr werdet bluten. Für den Mord, Junge! Ich wette, die wollen sich einfach nur an dem Vater rächen. Für seine früheren Taten, weil er früher ja ein ganz krasser Kämpfer anscheinend war. Hilf deinem Vater. Da werdet ihr büßen. Ihr alle. Da sind sie. Okay, okay, okay. Bevor wir da reingehen, ganz kurz, lass uns mal ein bisschen was einkaufen. Fokus EP. Gehen wir mal auf EP. Der echte Adel, was von... Für mich. Wo ist der Unterschied jetzt? Ach, da. Kaufen wir das. Ach so, das sind Einzelhinrichtungen. Ist ganz cool gemacht, dass wenn du die Sachen kaufst, dass du damit das Bild dann vervollständigst. Wie viel habe ich denn noch? Ich habe noch genau 20.000. Aber wir haben bisher nur nicht eine einzige Doppelhinrichtung gemacht. Soll ich mir das kaufen denn? Ich weiß nicht. Schaden, ne? Was ist denn mit Schaden? Das sind ja alles nur Hinrichtungen. Die Hinrichtungen sind doch die Finisher, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Warum soll ich denn in der Hinrichtung, wo der sowieso am Ende tot ist, den Schaden erhöhen, oder ist das jetzt allgemein der Schaden? Ja, allgemein der Schaden. Vielleicht noch ein bisschen auf Gesundheit. Genau. Gerne nochmal ein. Fokus. Achso, das ist wahrscheinlich das, was wir bekommen. Rückwärtsgewandt. Umgebung. Okay, da haben wir schon alles. Korb ist jetzt eher unwichtig gerade. Wir haben noch 7300. Zuwachs. Ich muss ja sagen, dass die Musik sehr geil gemacht ist, auf jeden Fall. Okay. Spüre meine Klinge.
kann man sich ja nur auf das nächste God of War freuen. wenn die nämlich da nochmal God of War 3 übertrumpfen in Sachen Gewalt. Ja. Weiß nicht. Na komm her. Bam, Junge. Ich räche meine Familie. Sag mal, hier wirst du zugeschüttet mit Erfolgen. Das ist heftig, oder? Einfach lässig ausgewichen. Und er hat immer noch nicht genug. Okay, okay. Vater! Hör zu, die wollen uns töten, Marius. Wir müssen zum Senat und meine Leute retten. Ja! Nur du und ich. Ja, dann komm mal her. Komm schon, Marius. Boah, so ein Dicker, ey, der sieht irgendwie aus wie dieser eine Schmierige aus Dark Knight. Ne, nicht Dark Knight, wo waren das? Fast and Furious. Wisst ihr, dieser dicke Kopf, wo die denn beim zweiten Teil dann so den Eimer mit einer Ratte drunter auf seinen Bauch tun. Also, falls jemand die Szene kennt, der, ein bisschen hat er mich an den erinnert. Das war doch der Film. Ich komme so durcheinander. Wenn du 5 Milliarden Filme gesehen hast, dann weißt du auch nicht mal alles genau wo. Dein Schicksal. Lauf. Okay. Okay, das Ganze erinnert natürlich ein bisschen, logischerweise natürlich auch an God of War, aber das Ganze auch jetzt mit das bei Kratos immer Athene gekommen ist. Was ist das denn hier? Eine neue Waffe? Neue Sehenswürdigkeit freigeschaltet. Okay. Das ist der Störungsbonus. Also was in God of War oder in Devil May Cry die Orbs sind, ist hier einfach die EP. Das ist ja Standard auch in diesen Spielen, das ist Standard. Das gehört alle einfach dazu, ja, dass man irgendwas sammeln kann, aufleveln kann. Das ist so ein simples Ding eigentlich, aber ich liebe das einfach, meinen Charakter immer schön aufzubauen und zu verbessern. Ich sag ja, also hier, du wirst zugeschüttet mit Erfolgen, das ist heftig. Kann man jetzt auch irgendwie auf die Schriften zugreifen, das wäre ja auch mal ganz nett. Vielleicht wenn man Start drückt? Naja. Wie kann man denn auf die Schriften zugreifen? Kampagne, Zeitstrahl, kann man... Keine Ahnung. Vielleicht im richtigen Hauptmenü oder so. Na komm, hau die Vase kaputt. Der Vater hat hier alle abgeschnitzelt.
So, genug zerkloppt. Sorry, aber egal. Marius! Hier lang! Der Vater ist eine miese Sau, ohne Witz, wie viele Leute der ganz alleine in seinem Alter hier platt gemacht hat. Das ist so übel! Das ist so übel! Ist einfach gar keine Chance haben gegen Marius. Oder gegen mich besser gesagt? Ja, ich weiß es nicht. Also wenn man bedenkt, Leute, wenn man bedenkt, dass Spiele wie Rise oder Killzone jetzt nur Starttitel sind, da kann man sich doch nur freuen, was alles auf uns zukommt. Ich meine, für PC-Zocker, wenn man da ganz ehrlich ist, ist es natürlich alter Hut, so eine Grafik, ja, die haben auch schon Spiele, die so gut aussehen können und schon aussahen, aber für mich als Konsolenzocker ist es schon was Geiles. Aber wie gesagt, wir sind erst am Anfang. Da kommt noch einiges auf uns zu. Aber was habe ich eigentlich ausgewählt die ganze Zeit? Du musst Platzius warnen. Im Amphitheater. Bring ihn zum Forum. Wir beschützen deinen Vater. Geh! Platzius? Okay. Dann wollen wir mal da hoch. Okay, klettern tut er alleine. Fast schon so wie bei Zelda zum Beispiel. Boah. Schaut euch das an. Müssen wir denn lang? Einfach hier mal weiter. Ah, da! Ist hier sonst noch irgendwas? Okay. Ist das. Das ist das Kolosseum? Na, natürlich. Na klar. Boah, Leute, ich würde sagen, das ist ein ganz guter Moment. Guckt euch diesen Ausblick an. Mit Ausblick auf Folge 4. ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn es euch gefällt, ihr wisst ja, gerne als Unterstützung ein Like da lassen. Eure Meinung auch immer gerne immer ab in die Kommentare damit. Schreibt mir gerne, was ihr vom Spiel haltet und Let's Play. Und dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Haut rein und tschüss.